Die Berlinale 2024 wird Ihnen präsentiert von Easy Cosmetic. Einen wunderschönen guten Tag. Im Sommer werden die Fußball-Europameisterschaften in Deutschland sein. Mit dem Kompilationsfilm 11-mal morgen Berlinale meets Fußball beteiligt sich die Berlinale am Kulturprogramm zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Für das Projekt wurden 11 dokumentarische Kurzfilme über 11 sehr unterschiedliche Jugendmannschaften in Auftrag gegeben, die von Studierenden der Hochschule für Fernsehen und Film München gemeinsam mit den Teams und unter der Leitung von Benedetta Films realisiert wurden. Wenn ich früher an Fußball dachte, dann dachte ich an brüllende Männer im Stadion und an Cristiano Ronaldo, der im Privatjet nach Saudi-Arabien fliegt. Ein bisschen dachte ich auch an Frauenfußball, aber nicht so viel. Und woran ich gar nicht dachte, war, dass Deutschland noch immer ein Fußballland ist. Dass es fast kein anderes Land auf der Welt gibt, das so viele Fußballvereine hat. Und wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht ist es mit Cristiano Ronaldo und Saudi-Arabien irgendwann mal vorbei. Und wenn es so ist, dann weiß ich jetzt, dass etwas Neues kommt. Turnierdirektor der Europameisterschaft, Philipp Blam, und Botschafterin und DFB-Vizepräsidentin Silja Šatić sind Schirmherr und Schirmfrau von Berlinale meets Fußball. Die Berlinale hat mit der Philipp-Lahm-Stiftung und Benedetta Films 11 Vereine mit möglichst diversem Hintergrund für Berlinale meets Fußball ausgewählt. Die Vereine sind über ganz Deutschland verteilt. Sie spielen in verschiedenen Altersklassen und mit sehr unterschiedlichen Perspektiven. Also ich bin ja oft auf dem Platz gestanden und das war natürlich für mich eine andere Anspannung, als jetzt einen Film anzusehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich Fußballspiele anschaue, habe ich natürlich mehr Wissen, was da auf dem Feld passiert und schaue mir das auch ein bisschen taktisch natürlich an und mit dem Fachwissen sozusagen, das ich habe. Beim Film, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich viel, viel besser entspannen. Ist für mich entspannt, ich genieße es, Filme anzuschauen, die Ruhe auch zu haben. Über 90 Minuten, 100 Minuten die Ruhe zu haben und den Film zu genießen. Ich kann aber nicht beurteilen, sind es sehr, sehr gute Schauspieler oder Schauspielerinnen, weniger gute, wie ist der Film wirklich produziert. Ich kann nur am Ende sagen, mir hat der Film gefallen oder mir hat er nicht gefallen. Und deswegen schaue ich beim Fußball natürlich mehr auf das Fach sozusagen. Beim Film genieße ich mehr. Und insgesamt, glaube ich, kann man trotzdem beides vergleichen, weil der Fußball hat oft Spannung. Das kann aber auch mal in der Mitte sein, kann aber auch mal eher am Ende sein. Und das Gleiche gibt es beim Film auch. Also der Höhepunkt muss man immer schauen, wo es ist. Und man wünscht sich immer am Ende, egal ob im Film oder im Fußball, ein Happy End. Also wie es sich angefühlt hat, also erstmal, das war ziemlich toll, weil wir eine große Gruppe waren. Wir hatten 11 RegisseurInnen aus der Filmhochschule München und wir von Benedetta Films kommen aus dieser Filmhochschule und wir waren uns alle sehr nah und haben sehr viel im Vordergrund darüber geredet, sollen die Episoden sich sehr voneinander unterscheiden oder wollen wir eine gemeinsame Ästhetik entwickeln? Es gab so ganz viele Überlegungen, auch so künstlerisch, was soll das für ein Film werden? Und ziemlich schnell sind wir drauf gekommen, dass uns auch vor allem interessiert, dass diese Vereine sehr unterschiedlich sind. Das ist auch der Grund, warum wir zusammen mit der Philipp-Lahm-Stiftung sie ausgewählt haben. Also wir haben auch gezielt nach Vereine gesucht, wo viele Mädchen Fußball spielen, auch inklusiv Fußball. Und dann haben wir überlegt, wie schaffen wir das, die einzelnen Episoden auch filmisch eine eigene Form finden, die zu diesen jeweiligen jugendlichen ProtagonistInnen passen. Also ich würde sagen, die Herausforderung war, zusammen mit den FilmemacherInnen
diese Filmsprache für jede Episode zu entwickeln. Und was uns total wichtig war, weil es geht um Dokumentarfilme und die Filmemacherinnen, die die Filme realisiert haben, waren immer zu zweit, eine Regieperson und eine Kameraperson, manchmal noch Ton dabei, aber es war nicht immer der Fall. Und so eine ganz kleine Gruppe. Und uns war sehr wichtig, dass dieses Aufeinandertreffen mit den Jugendlichen auf Augenhöhe stattfindet und dass die Filme wirklich gemeinsam entstehen. Und? Wir durften auch im Zusammenhang mit der UEFA Euro 2024 haben wir zum Beispiel auch inklusives Fußballspiel gesehen, also auch Blindenfußball. Da durften selber die Brille aufsetzen und das ausprobieren sozusagen. Und das war einfach wieder schön zu sehen, auch in den Filmen, also wie die auch die Blinden Fußball spielen und gemeinsam Fußball spielen, gemeinsam agieren und der Respekt untereinander und dem Gegner gegenüber war einfach auch da wieder beeindruckend. Überraschend nicht. Aber ich finde, es war einfach so schön zu sehen, auch das Zusammenspiel zwischen der Filmhochschule in München und den Protagonisten und Protagonistinnen war einfach schön, das Zusammenspiel zu sehen und die verschiedenen Filme, weil in der Branche bin ich natürlich dann auch kein Kenner. Fußball wird von allen gespielt. Quer durch alle Klassen, alle Gender, alle Körper. Von Menschen aus der Großstadt und auf dem Land, und vor allem von Jugendlichen. Die wollen wir hier zeigen. Jugendliche von heute, die Fußball spielen. Junge Menschen, die gerade mit der schwierigen Aufgabe beschäftigt sind, Erwachsene zu werden und die vom Fußball begleitet werden, der ihnen ein Gefühl für Gruppen gibt. Ein Gefühl dafür, dass man nicht immer alleine auf der Welt sein muss, sondern manchmal auch ein Team sein kann. Ich glaube, dass man das Rad schwer wieder zurückdrehen kann, weil das hängt ja mit Globalisierung zu tun oder hat es damit zu tun, Digitalisierung damit zu tun, dass man es einfach überall auf der Welt anschauen kann, sehr, sehr viel Geld investiert wird in den Fußball. Worum es hier geht, ist eigentlich die Basis zu stärken und zu sagen, was leistet eigentlich die Basis, was leistet der Amateurfußball in Deutschland, aber wahrscheinlich auch in anderen Ländern, vor allem in Europa, weil das ist die Sportart Nummer eins eben, was leistet der Amateurfußball und die Leute, die sich vor allem hier auch in Deutschland, die sich ehrenamtlich dafür engagieren. Für mich ist es Bildung, für mich war es selber Bildung, Erziehung auch in den Vereinen, in meiner Jugend, ich war beim ganz normalen Verein in München und auch da Integration, gelebte Integration. Also wir sprechen heute viel von Integration, Inklusion. Ich finde, dass es, oder so habe ich das gespürt, als Kind ganz normal war. Es hat keine Rolle gespielt, wer mit mir in einer Mannschaft spielt, wie groß der Geldbeutel der Eltern waren, an wen er geglaubt hat oder sie geglaubt hat, sondern wir wollten gemeinsam etwas erleben, gemeinsam Spaß haben und wir sind füreinander eingestanden auf dem Spielfeld. Und wenn es optimal läuft, vor allem auch außerhalb des Fußballs. Und ich glaube, es ist wichtiger, weil am Ende kommen ganz oben nur ganz, ganz wenige an im bezahlten Fußball. Und die Breite, sozusagen der Amateurfußball, ist viel, viel größer als die Spitze. Wir brauchen die Spitze und da hoffe ich immer auf die Protagonisten und Protagonistinnen in dem Leistungssport, dass sie sich so geben, wie man, also normal, nahbar. Ich glaube, dass das immer wichtig bleiben wird, aber darum ging es uns auch, eben zu zeigen, was mit Zusammenarbeit, also Film, Fernsehen und Fußball oder Kunst und Kultur und Fußball, was dann möglich ist. Für junge Leute auch gemeinsam etwas erleben, gemeinsam ein Ziel zu haben, etwas zu kreieren.
Und ich finde, das ist super gelungen. Und ich glaube, es ist wichtiger, die Basis zu stärken. Die Basis, was sie leistet, ist unglaublich. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Und es spielt keine Rolle, ob es in Deutschland, in Dänemark oder sonst wo ist. Früher haben wir halt immer verloren, egal wie viel wir trainiert haben und so. Es gibt auch manchmal so Phasen, da gab es halt auch Streit in der Mannschaft. Das hat man dann auch in den Spielen gemerkt. Niemand hat mehr zusammengespielt. Meistens merken wir dann so selber, dass eigentlich komplett kindisch ist, was wir da machen. Wir haben auf jeden Fall viele Fortschritte gemacht. Und ich kann mich noch an unser erstes Spiel erinnern, als wir gewonnen haben. Ich mag es sehr zu sehen, wie die verschiedenen Persönlichkeiten dann zusammenkommen. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendeine andere Fußballmannschaft so eine gute Bindung hat wie wir. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بس Man hört immer Kommentare so, ja, Adidas ist asozial und so, und ich finde, das stimmt eigentlich nicht. Nicht ihr schon wieder, ich könnte eh kein Fußball spielen, oder wenn man ein Spiel hatte, fragen sie gar nicht, wie viel habt ihr gespielt, sondern wie viel habt ihr verloren. Wenn die fragen, welcher Platz seid ihr, und wir sagen so, ja, wir sind Sechster, Fünfter oder so, nicht Zehnter, dann die, oha, krass und so. Komm, Mädels, wach werden bitte! Ich kann vielleicht nur für meinen Teil sagen, dass ich glaube, das, was auf dem Feld passiert ist, ich glaube nicht, dass das so viel anders ist, weil Fußball an sich schon immer ein sehr offener Sport war und sehr auf Teilhabe und für jeden einfach war. Das heißt, was sich, glaube ich, verändert hat, ist einfach dieses Abbild von der Gesellschaft auf den Fußball und das Ganze drumherum im Fußball. Es spielen einfach, was mich sehr freut, viel, viel mehr Mädchenfußball, viel, viel mehr Frauen im Fußball. Die werden einfach immer mehr sichtbar. Das war zu meiner Zeit noch nicht so, da war man dann eher so ein Exot. Das wird sichtbar, aber ansonsten das, was der Fußball an Potenzial und auch an Möglichkeiten bietet, die bietet er aus sich heraus als Grund- und Kernelement einfach auch an. Aber wie sich das nachher eben in der Gesellschaft widerspiegelt und auch in den Vereinen, da geht man natürlich dann auch ein Stück weit mit der Zeit. Der Dokumentarfilm 11-mal Morgen zeigt 11 Episodenfilme über ganz unterschiedliche Jugendmannschaft in Deutschland. Fernab von Massenhype und Kommerz, Transferrekorden oder Skandalen großer Fußballverbände. Die Berlinale 2024 wurde Ihnen präsentiert von EasyCosmetic.